Das Modul Einführung in die Wirtschaftswissenschaften besteht insgesamt aus 3 Elementen. Und zum einen die allgemeine Betriebswirtschaftslehre oder auch ABWL abgekürzt, über die ich gleich noch mehr sagen werde. Das zweite ist die Volkswirtschaftslehre oder auch VWL und als drittes Rechtswissenschaften. Die ersten beiden Teile haben jeweils eine Gewichtung von 2 Semesterwochenstunden und Rechtswissenschaften 1 Semesterwochenstunde. Am Ende des Semesters schreiben wir dann eine Klausur über 90 Minuten, die insgesamt 5 ECTS wert sind und als Ganzes geschrieben werden. Das heißt, sie bestehen am Ende die gesamte Klausur, nicht einzelne Teile, sondern wenn sie in der Summe mehr als 50% der Punkte haben, dann haben sie das gesamte Modul bestanden. Mögen Sie Bratwurst auch gerne? Egal ob vegan oder mit Fleisch, spielt keine Rolle. In unserer Vorlesung ABWL werden wir uns anhand einer relativ einfachen Fallstudie, die genau hiermit zu tun hat, entlang verschiedener Themen der Betriebswirtschaftslehre entlanghangeln. Und dadurch werden Sie in der Lage sein, die Thematik der ABWL, auch wenn Sie vielleicht vorher in der Schule oder in der Ausbildung mit Betriebswirtschaftslehre noch nichts zu tun hatten, dieses relativ einfach verstehen zu können. Bis es soweit ist, werde ich jetzt aber erstmal einen kräftigen Haps von dieser Wurst nehmen. Guten Appetit! Ja, jetzt möchte man nach dem Genuss dieser Bratwurst meinen, dass natürlich auf dem Bild die Kuh sozusagen der Spender für diese Bratwurst ist. Darum geht es aber gar nicht, sondern die Kuh steht für etwas ganz anderes. Wir werden ein Analyseinstrument kennenlernen, bei dem es um die sogenannte Cash Cow geht und werden also lernen, wie verschiedene Segmente in einem Unternehmen unterschiedlich bewertet werden können, damit man aus dieser Analyse entsprechend Entscheidungen treffen kann, welche Produktbereiche gefördert werden sollen, welche Produktbereiche eher dazu gedient werden sollen, um Geld zu generieren, mit dem ich entsprechende neue Produkte entwickeln kann. Und das sind eben genau diese Cash Cows. Das werden wir hier lernen. Das dritte Symbol steht für China. Wir werden anhand einer Fallstudie uns anschauen, wie chinesische Unternehmen deutsche Unternehmen gekauft haben, in deutsche Unternehmen investiert haben, welche Erwartungen Unternehmen damit verknüpft haben und was aus diesen Investitionen geworden sind. Das hat deshalb eine ganz hohe Bewandtnis, weil wir hier in Göppingen bzw. Esslingen sehr, sehr nah an vielen dieser Unternehmen dran sind, die von chinesischen Unternehmen teilweise oder auch komplett gekauft wurden. Und damit Sie das ein bisschen besser einordnen können, widmen wir uns genau diesem Themenkreis. Wir werden in der Veranstaltung vom Allgemeinen ins Spezielle gehen. Das heißt, nach einer Einführung werden wir Ziele kennenlernen, wie man Ziele setzt. Wir werden unterscheiden lernen, was eine Vision ist, was eine Mission ist. Wir werden das dann durchkaskadieren in unterschiedliche Ebenen von Zielsetzungen. Wir werden dann lernen, wie man ein Unternehmen analysiert. Ich habe das gerade schon am Beispiel der Kuh einmal dargestellt, ein Analyseinstrument. Dann werden wir Instrumente kennenlernen, mit denen man Entscheidungen rationalisieren kann. Danach werden wir uns um den Aufbau des Unternehmens kümmern. Das heißt, wir werden unter anderem uns anschauen, wie Organisationen gebildet werden und das Thema Personal, also die Frage der Personalwirtschaft, wird uns hier beschäftigen. Wir werden uns auch anschauen, wie Unternehmen sich zusammenschließen. Deshalb eben auch diese Fallstudie mit China. Wir werden aber auch andere Formen der Zusammenschlüsse und Kooperationen kennenlernen. Wir werden kennenlernen, was zum Beispiel Faktoren für die Wahl eines Standortes sind. Da wird uns dann auch wieder die Fallstudie mit der Bratwurst begegnen, der Frage, wo suche ich eigentlich den geeigneten Ort für mein Unternehmen. Und wir werden das Ganze abschließen, auch natürlich mit Gründen, warum Unternehmen manchmal aufgelöst werden. Ob sie das freiwillig tun oder ob es eben auch andere Gründe gibt, warum Unternehmen aufgelöst werden. Gerade als Wirtschaftsingenieurin oder Ingenieur
sollte man in der Lage sein, genau hier an dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften betriebswirtschaftlich zu denken und zu handeln. Deshalb ist es mir auch ganz wichtig in dieser Vorlesung, dass wir nicht einfach nur Wissen vermitteln, sondern eben dieses Denken und Handeln langsam erlernen. Dass ich also Dinge, die zum Beispiel technisch machbar sind, auch daraufhin abklopfe, ob sie sich beispielsweise rechnen. Später im Studium werden wir auch lernen, ob sie von Kunden angenommen werden. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dieses wirtschaftliche Denken und Handeln zu verinnerlichen. Und dafür ist diese Vorlesung sehr gut, wenn Sie später nach dem Studium vorhaben, in betriebswirtschaftlichen Bereichen zu arbeiten, werden Sie auch aus dieser Vorlesung mitnehmen, dass die einzelnen Teilbereiche, die Sie auch später im Studium lernen, alle sehr gut miteinander verknüpft sind und das Ganze am Ende auch ein ganzes Bild abgibt. Ich freue mich auf Sie im Fach Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.